Ich komme trotzdem noch mal zurück. Das Ganze baut ja darauf auf dem Fundament der Verbundenheit. Und du hast ja öfter schon anklingen lassen, eins der großen Probleme ist ja, gegen das Leben zu sein. Also ja. Gegen das, was gerade ist, zu sein. Ja. Also blöder Stau, ja. Läuft nicht so, wie es ist, Corona, whatever. Ja? Ja. So, wie ist denn so dein Umgang damit? Weil offensichtlich hast du da überhaupt kein Problem damit, dass sich das so alles so panarell jetzt, alles jetzt ändert. Nicht mehr. Jetzt, früher schon, aber natürlich durch Bewusstheit und durch Stille, dass man mal alleine spazieren geht, ohne Handy. Ja, also das, wenn ich über Liebe rede, dann ist das eine der ersten Übungen, nicht in die Kneipe zu gehen und einen zu suchen, der einen erlöst, ja, sondern in den Wald zu gehen, alleine. Ohne Handy, wie gesagt. Gut, vielleicht Handy, wenn Not, dann kann ich vielleicht, dann hat man ein Bein gebrochen, bitte kommen. Und wenn man so 2-3 Stunden mal durch so einen Wald geht oder über die Berge, sich mal irgendwo hinsetzt und zu sich kommt, dann wird man stärker. Dann spürt man, dass das alles so Gedanken sind. Ich habe eine schlechte Ehe, das sind ja nur Gedanken. Ja? Es gibt ja gar keine Ehe, das ist ja nur ein Gedanke. Es wohnen da nur 2 strahlende Sterne zusammen. Ne? Also wenn Leute nicht wüssten, was eine Ehe wäre, würden sie besser zusammenleben. Das ist ja ganz klar. Ja, weil Ehe, oh Gott, in einer Ehe muss die Frau so sein und der Mann muss so sein und dass sie so lange leben und bis zum Ende. Also Ehe ist ein Begriff, der die Liebe eher ja, nicht so entfalten lässt, ne? Weil es ja Normen sind. Also wenn du mich liebst, musst du so sein, musst du so sein, musst du so sein. Also musst treu sein, musst für uns sorgen, musst mich in meinen Arm nehmen. Also du musst einfach mein Erlöser sein. Und das ist tragisch. Ich finde das tragisch. Aber du bist doch 42 Jahre verheiratet. Wie hast du es denn geschafft? Ja, über die Haltung. Und beschreib nochmal deine Haltung. Also Was ist deine Haltung zum Lieben? Ich habe zu meiner Frau vor der Hochzeit gesagt, ich mag dich sehr gerne und ich will dich auch heiraten, aber ich möchte dir sagen, dass du nicht die Nummer 1 bist. Und dann hat sie etwas irritiert. Ist da doch eine andere? Sag ich, nee. Die Nummer 1 bin ich. Wenn ich mich nicht liebe, wenn ich nicht eine Verbindung zu mir habe und meine Verbindung zu mir ist schon so diese Geistigkeit oder sich beschäftigen mit der Philosophie und auch Menschen zu sagen, wie man es schafft, das Leben zu lieben und sich zu lieben und andere zu lieben, das ist eine Berufung. Und ich habe Männer gesehen, die dann aus Angst, dass die Frau sie verlässt, ihre Berufung aufgeben. Und das würde ich nicht machen. Das habe ich meiner Frau gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich dann irgendwo denke, ich könnte in Amerika mich noch mehr spüren und in die Verbundenheit kommen, dann wäre es toll, wenn du mitkommst. Ja, und wenn ich nicht mitkomme, ja, das ist ja schade. Aber ich gehe dahin. Ja? Also wenn ich mich verliere, wenn ich meinen unveräußerlichen Wert, und das ist mal ganz wichtig, würde ich auch jedem Zuschauer sagen, bitte am besten schreiben sich das auf. Was ist für Sie ganz wichtig? Was ist Ihr Thema? Was berührt Sie? Das sind die Wände in deinem Haus, ne? Ja, das sind die Wände. Das ist das Fundament, die Verbundenheit und die Wände. Die Wände ist die Verbundenheit zu mir. Ist die Liebe zu meinem Wesentlichen. Ja? Also das Wesentliche wird ja häufig nicht so beachtet durch die Erziehung. Also die Eltern schauen ja nicht bösartig, aber ihre Kinder eher als Objekt an. Nicht? Also als Objekt der Bedürfnisbefriedigung. Also ich möchte, dass mein Sohn das Unternehmen übernimmt. Ich möchte, dass meine Tochter mal Ballett tanzt, was ich nicht geschafft habe. Also es ist wirklich, ja, es ist schade, dass es den Eltern wenig gelingt, das Kind als Subjekt zu sehen. Also in seiner Einzigartigkeit. Du sollst dir kein Bildnis machen. Aber wenn man unglücklich ist und wenn man sich nicht verbunden fühlt, dann möchte man irgendwie wenigstens, dass der andere das schafft, was ich vielleicht selber nicht geschafft habe. Und das ist nicht gut, weil das Kind dann lernt, durch die Eltern auch andere Menschen wieder als Objekt zu sehen. Mhm.
Und wenn ich dann einen heirate, also mächtig und reich. Gute finanzielle Aussicht. Ja, heiratet, dann jung und schön sozusagen. Ja, und das ist immer Objekt. Ja, ja, also da ist ja keine, das ist keine Liebe, das ist ein Deal. Ja. Aber es kann ja, wenn es jetzt sozusagen so ein Grundthema ist in den Menschen, offensichtlich, ja, wenn es ja so bei so wahnsinnig vielen Untersuchungen, Ergebnissen so rauskommt, dann kann es gar nicht so schlecht sein. Man kann ja wahrscheinlich auch mit dieser Grundpräposition ganz gut zurechtkommen, wenn man diese Haltung hat, oder? Selbstverständlich. Also ich habe festgestellt, dass häufig eine Freundschaft das hält, was die Liebe verspricht. Mhm. Man könnte ja auch mit seinem Partner sehr freundschaftlich zusammenleben. Aber da man immer diese Überschrift Ehe hat und damit immer Vorstellungen hat, man orientiert sich ja gar nicht an dem, was ist. Man hat immer eine Vorstellung, die man vor das stellt. Und wenn Ehe Vorstellung ist, ein Mann, der sagt, der mich liebt, er muss so sein, eine Frau muss doch so sein. Ja, wie kann ich denn den anderen überhaupt sehen in seiner Einzigartigkeit, wenn ich ihn immer nur durch den Filter meiner Bedürfnisse und meiner Erwartungen oder der gesellschaftlichen Normen sehe? Da ist es nicht möglich, einen dann zu lieben. Du hast ja mal, ich kann mich noch gut erinnern, in einem Talk, den wir zusammen gemacht haben, der ist auf YouTube, gesagt, mehre die Freude deines Partners. Dann hatte ich dich gefragt, ja, ist es auch dann so, wenn deine Frau sich verliebt, dann freust du dich dann auch? Geht es dann alles immer so weit, also dass du sozusagen komplette Freiheit gewährst, wenn der Partner damit glücklicher ist? Wenn ich den anderen nicht brauche, also jetzt übertrieben, wenn mein Herz, wenn ich morgens aufwache, mein Herz schon klopft, dass ich noch lebe. Mein Gott, ist das schön, ich lebe. Geht's dir so? Bist du so drauf? Ja, also ich mache jeden Morgen die Fenster auf und ich freue mich, ich gucke da auf so Bäume und dann freue ich mich, dass ich lebe. Ja, das ist ja eine große Freude, weil ich glaube, so jede Nacht sterben ein paar Millionen. Ja, aber keiner macht mal, ey Mann, ich lebe noch, Wahnsinn. Ja, ja, ich meine, wenn einer das Leben nicht liebt, wie soll er den anderen lieben? Wenn einer verstimmt ist, wie soll denn einer den anderen wahrnehmen? Wie soll einer einen herzlichen Arm nehmen? Wie soll er ihm mal Geschenke mitbringen? Wie soll er mal seine Stärken stärken, wenn er verstimmt ist? Wie soll eine Führungskraft seinen Mitarbeiter inspirieren und wertschätzen, wenn er selber mistig drauf ist? Und deshalb sind die ganzen Seminare auch in den Firmen, kannst du vergessen, ja, weil es geht ja, wenn du verstimmt bist, du hast das vom Kopf kapiert, ja, Wertschätzung natürlich, die Werte des anderen, erkennen, zuhören, natürlich, der ist einzigartig, klar, haben wir alle was kapiert. Aber wenn es darauf ankommt, dann vergesse ich das alles wieder. Wenn ich es nicht schaffe, in eine gehobene Gestimmtheit zu kommen und es nicht schaffe, das Leben mit all dem, was es mir bringt, das ist ja nicht immer was Schönes, aber es gehört doch alles dazu. Wenn ich da nicht in die Geisteshaltung komme, das Leben zu lieben und dann auch noch mich, dann schaffe ich es nicht auch mit viel Willen und Lesen von Ehebüchern, Ich-Aussagen, keine Du-Aussagen, nicht abends um 10 beim Wein die Ehe besprechen. Das sind alles tolle Ratschläge. Aber wir schaffen es nicht, weil wir das Leben nicht lieben und uns nicht lieben. Wie verhindern wir, nicht hochgestimmt zu sein oder andersrum gesprochen, wie schaffst du es am allerbesten, hochgestimmt zu sein und eben so in diese Haltung zu kommen? Habe ich vorhin ganz kurz schon mal erwähnt, aber sage ich gerne nochmal. Die Verstimmtheit geht sichtbar runter, wenn wir nicht mehr klagen. Wenn wir uns nicht beklagen darüber, dass alles fließt. Wenn wir uns nicht beklagen, dass wir sterben müssen. Oder wenn wir uns nicht beklagen, dass die Falten kommen und dass wir älter werden. Das gehört doch alles dazu. Ja? Und dass wir nicht klagen über den Stau. Der Stau ist eine Metapher. Es läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber es ist doch sehr kindisch, ja? Permanent rumzuschreien, wenn es nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Also es ist doch meistens so, dass es eher so ist, dass das Leben keine Rücksicht auf uns nimmt und dass es doch meistens wohl so ist, dass es unserer Vorstellung nicht unbedingt genügt. Sei es das Essen oder das Auto oder das Wetter oder was redet der da für ein Quatsch? Wir sind doch permanent im Kampf. Wie kann denn ein Mensch, der permanent auch durch unseren Wettbewerb, durch unsere Kultur, der permanent im Kämpfen ist, der permanent Menschen als Objekte benutzt, damit sie ihm was mehr bringen,
möglichst mehr als was der hat. Wie kann ich aus einer Kultur, die so kämpferisch ist, wie kann ich denn da lieben? Ja. Das ist das Thema, was mich auch bewegt. Und ich glaube, dass man bei sich anfängt, der Selbstentwickler fängt bei sich an und hört nicht bei sich auf, aber ich kann mir vornehmen, ab heute klage ich nicht mehr. Ich klage nicht über den Stau, nicht über meine Kinder. Das ist nicht so einfach, weil das haben wir ja von den Eltern übernommen. Das ist ja das Jammertal. Aber wenn mich einer fragt, wie komme ich wieder aus der Verstimmtheit raus? Das ist auch wichtig für das Gehirn. Weil wenn ich nicht mehr klage, bekommt das Gehirn ja nicht permanent Signale. Ey, du, kämpfen. Immer wenn ich sage, blödes Wetter. Tussi, was ist denn das für ein Idiot? Bekommt das Gehirn Stresshormone? Ja? Also da ist was dagegen. Wenn was dagegen ist, Stresshormone, Körperzellen, zack, zack, zack. Und es gibt Leute, die permanent im Kampfmodus sind. Die kommen nach Hause und dann sagt die Frau, jetzt sei doch mal ein bisschen nett. Oder wie kann ich denn nett sein bei diesem Idioten, mit dem ich gerade wieder gesprochen habe? Ja? Die Leute, die sind völlig überfordert. Natürlich sind wir liebesfähig. Wir sind soziale Menschen. Wir kommen auf die Erde und brauchen auch den anderen. Aber das heißt nicht, dass der andere mich erlösen muss. Natürlich brauchen wir auch, es gibt auch bestimmt Menschen, die den anderen brauchen, weil der Geld hat oder weil er die Miete zahlt. Aber trotzdem kann ich immer noch lieben. Wenn ich vorhin gesagt habe, wenn ich einen brauche, kann ich ihn nicht lieben, dann ist das nicht ganz auf den Punkt. Auch wenn ich materiell von einem abhängig bin, kann ich immer noch lieben. Weil die Liebe ist ja die Folge meiner Gedanken. Was tue ich hinzu? Ich kann ja auch Dankbarkeit hinzutun. Ich kann auch denken, na, der verhält sich ungünstig, nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Dann gucke ich aus dem Fenster und sehe das Leben und dann liebe ich das Leben. Und schon habe ich wieder eine Stütze. Aber wenn ich keine Stütze habe und nur der andere ist der, der mich erlösen kann, und wenn der mich dann nicht liebt, ja, dann bin ich ein schreiendes Kind und bin depressiv. Ja. Also deshalb habe ich das Buch geschrieben, ja, weil ich meine, das ist bestimmt auch bekannt. Ich sage ja nie was Neues, aber ich sage es auf meine Art, vielleicht auch nicht so spirituell, dann verstehen mich Leute noch. Nicht zu spirituell bin und immer nur von alles ist Licht und alles ist Liebe und wir sind alle verbunden. Ja, ja, sagen die Leute, ja, ja, ja. Aber man muss die Leute dort abholen, wo sie sind. Hast du nie Streit mit deiner Frau? Natürlich, ja. Aber es geht nicht um Zerstören. Ja. Mhm. Die meisten wissen doch, wenn sie richtig wütend sind und der andere nicht das macht, was ich will. Also Streit ist ja immer nur ums Recht haben oder der andere macht nicht das, was ich will. Mhm. Also ganz, ganz simpel. Mhm. Das Kind im Kindergarten, wenn es vital ist, nimmt ja auch die Schaufel und haut es dem anderen Kind auf den Kopf. Ich will das aber haben. Und Streit ist ja was Gesundes. Aber es ist nicht gesund, die anderen zu bewerten, sie zu beurteilen, nicht zu sagen, du bist eine Hexe, du bist ein Egozentriker, du bist ein Psychopath, du bist ein Pornotyp. Ja, das brauchen wir nicht, weil das ist ja Töten. Das ist Arterhaltung. Recht haben ist Töten. Wollen Sie Recht haben oder einen netten Abend verbringen? nee, lieber Recht haben. Ja, also meine Frau und ich streiten, aber ich würde sagen mit Respekt. Ja, ja. Also ich habe eine Übung, kann ich empfehlen, wenn meine Frau in Anführungsstrichen so einen Blödsinn erzählt. Habe ich früher, mein Julia, strahlender Stern. Mein Julia, was, kein Wunder, wenn du das machst, das ist ja völlig daneben. Und wenn du das so machst, und dann hat sie natürlich, wie kommst du denn dazu, du Schlauberger und so. Ne? Und wenn sie mir jetzt was erzählt, dann fange ich bei mir an und dann nehme ich Haltung an. Und beim Einatmen denke ich, sie hat recht. Weil das ist aber bekannt, dass jeder recht hat. Jeder hat recht, weil in seinem Gehirn ist er konditioniert auf seine Wahrheiten und hat noch nie einer was Falsches gesagt. Ja? In seinem System im Augenblick ist es richtig. Ja? Also
sie erzählt mir was, dann konzentriere ich mich auf den Atem und denke, sie hat recht. Und beim Ausatmen denke ich oder fühle ich hinter die Worte. Also ich beim Ausatmen denke ich und ich spüre genau hin. Ich achte gar nicht auf die Worte. Und dann merke ich, dass hinter den Worten Wut ist oder Angst ist oder Verzweiflung oder sowas. Und dann gehe ich gar nicht auf das Wort ein. Ich sage dann nur, gell, du bist jetzt irgendwie, ist so eine Mischung zwischen sauer und Resignation. Sagt sie, ja, genau, bin sauer. Und dann sage ich nichts. Früher hätte ich gesagt, dann mach doch das. Ja, die begrüßt mich. Also die Kuh da, die Nachbarin, der habe ich so geholfen und jetzt ist sie arrogant und grüßt mich nicht. Hätte ich früher gesagt, die blöde Kuh musste nicht grüßen. Die blöde Kuh. Ja, und heute würde ich das, nein, das kann ich nicht mehr sagen. Ja, ich würde dann sagen, ja, was willst du denn jetzt machen? Was, fühlst dich schlecht? Fühlst dich da irgendwie nicht respektiert? Welche Option hast du denn? Was könntest du jetzt tun? Ja, ich grüße die auch nicht mehr. Ja, ist eine. Was noch? Ich grüße die weiter, weil das ist doch ihr Problem. Ich grüße und die grüßt nicht. Ich mache meine Sache und die macht ihre Sache. Was könntest du noch machen? Ja, ich könnte zu ihr hingehen und sagen, ich kann das nicht so einordnen. Ich habe doch früher mal, haben wir doch ein gutes Verhältnis gehabt. Ist da was gewesen? Ja, und jetzt kann man die Optionen suchen. Was habe ich für Optionen, das mal anzusprechen oder damit umzugehen? Oder die Frage, wer hat denn das Problem? Mein Gott, ich bin verbunden mit dem Leben. Ich höre die Vögel zwitschern. Ich mag mich, obwohl ich natürlich einige Verhaltensweisen bei mir verbessern kann und auch mein Denken vielleicht noch etwas bewusster gestalten kann. Aber wenn ich in der Verbundenheit bin, vielleicht sogar mal im ozeanischen Gefühl, dann bin ich sehr tolerant. Und da muss ich nicht immer töten. Schau mal, was Fragen über Fragen. Da kommen ja Fragen. Jetzt schau doch mal, liest doch mal eine vor. Die Kürze ist ja am besten. Wenn ich, darf ich das mal, Saskia, wenn ich mein Kind durch die Tagesstruktur begleiten muss und es funktioniert so null, dann hilft es irgendwie noch nicht, aus dem Fenster zu schauen und das Leben zu lieben. Damit kommen wir auch nicht weiter. Aber ich würde es gern und so weiter. Was macht man denn da in so einem Fall? Das ist ja klar, dass wenn ich mal einmal in den Wald gehe oder auf den Berg gucke, oder mich auf die blühende Wiese setze, dass ich da nicht das sofort mit dem Kindergarten in den Griff kriege. Das ist eine Trainingssache. Wenn ich aber wochenlang, monatelang, jahrelang mich darum bemühe, das Auf und Ab zu lieben und weiß, dass es keine Gerechtigkeit gibt. Es gibt nur Situationen. Gerechtigkeit denke ich. Und wenn ich nicht alles persönlich nehme, weil ich nicht im Überlebenskampf bin und mich immer sofort angegriffen fühle von der blöden Kindergärtnerin. Nein, die macht ja auch nur das, was ihr Gehirn im Augenblick zulässt. Also es ist, das Leben ist ja kein Honigschlecken. Natürlich, wenn einer mitmacht im Leben, dann ist das anstrengend. Das weiß ein erwachsener Mensch. Ein Kind weiß das nicht. Ein Kind denkt, will alles haben. Natürlich, wenn ich aufstehe und mich entschieden habe, am Leben teilzunehmen, dann habe ich mich entschieden, dass viele Dinge nicht so laufen, wie ich sie will. Aber ich kann sie besser ertragen und ich kann ihnen irgendwann mit Verständnis oder vielleicht mit Liebe begegnen. Aber wenn ich immer im Hassmodus bin, dann werde ich den Kindergarten und all das nicht in den Griff kriegen. Also das ist natürlich naiv, wenn ich sage, ich gucke einmal auf die Bäume und dann wird sich alles Regeln. Nein, das ist eine Haltung. Liebe ist eine Haltung. Und aus dieser Haltung entstehen sehr schöne Gefühle. Aber das Gefühl bekomme ich nicht geschenkt, wie das bei der Verliebtheit ist. Dann bekomme ich es geschenkt. Wenn ich eine Haltung habe, den anderen sehe, kann ich meine Übung ganz kurz sagen? Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir hier gerade noch eine interessante Frage. Ich sage mal erst die Übung. Wie man wieder in eine Haltung kommt, den anderen wahrzunehmen und ihn nicht immer, mein Gott, als Störer zu empfinden oder mein, was redest du da wieder? Du hast früher in der Eheberatung gemacht, dass sich
zwei, also die Partner gegenüber setzen, so 1,50 Abstand und sich in die Augen schauen. Also 5 Minuten kann man im Handy einstellen, nach 5 Minuten klingelt es. Nur anschauen. In den nächsten 5 Minuten gibt man sich die Hände und schaut sich wieder an. 50, vielleicht noch mehr Prozent haben sogar in der Praxis damals das Weinen angefangen. Es ist ungemein berührend, den anderen zu sehen. Nicht immer durch den Filter, ich brauche dich, mach das, tu das, sondern den anderen als einzig, das beschreibe ich im Buch, da habe ich schöne Beispiele, wie es mir gelungen ist, nach einem Meditationskurs meine Frau nicht mehr als meine Frau zu sehen. Das war eine ungemeine Erleuchtung. Ich komme nach Hause und sehe sie als eine Frau. Und der Filter war weg, dass es meine ist. Und da bin ich über die Distanz ihr viel näher gekommen. Ja? Weil ich plötzlich gespürt habe, dass das ein Kosmos ist, die mit mir ja nichts zu tun hat. Ich kann jetzt sagen, gut, das Gehirn ist völlig verschieden, aber es ist ein Kosmos. Und wenn ich diese Übung mache, nicht nur einmal, dann gelingt es mir, den anderen in seiner Einzigartigkeit zu sehen. Und dann kann es sein, dass die Streitereien weniger werden. Weil ich ja auch nebenbei natürlich merke, der hat ein Gehirn, was nicht mein Gehirn ist. Und wenn man sich streitet, dann streiten sich nicht die Liebenden, sondern streiten sich die zwei verschieden programmierte Gehirne. Hm. Das hilft den Leuten immer, nicht? Wenn ich ihnen sage, ja, sie lieben sich schon, sie sehnen sich und jetzt streiten sich, weil das nicht so ist, wie sie es vorgestellt haben. Aber das sind ja ihre Gehirne, die Recht haben wollen. Also nehmen Sie sich mal nicht zu persönlich und du hast zu mir blöde Kuh gesagt oder jetzt liebe ich dich nicht mehr. Ja, das tut mir leid, aber es hat mein Gehirn. Mein Gehirn ist im Tötungsmodus gewesen. Und wenn man sich das Erwachsen mal klar macht, dass das die Gehirne sind und dass das höhere Selbst, was vielleicht verbunden ist mit allem, dadurch gar nicht berührt werden kann. Das ist nur ein Arterhaltungsmechanismus. Und das sind einfach die Werkzeuge, Bewusstheit oder vom Selbstentwickler, Selbstbewusstheit, Selbstverantwortung, Selbstvertrauen, Selbstüberwindung. Und natürlich ist es wichtig, an sich zu arbeiten. Und ich bin ganz sicher, dass ganz viele Fragen immer Ja-Aber sind. Guck dir mal durch, guck mal auf Ja-Aber-Fragen.